Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Leider habe ich es gestern nicht mehr geschafft, diese SBC für euch hochzuladen, da ich anders vergeben war. Das möchte ich jetzt aber gerne nachholen, denn diese SBC ist zumindest eine Überlegung wert. Denn wir bekommen hier zwei Spieler, es ist ein japanisches Momente-Duo und wir bekommen sehr, sehr interessante Spieler und noch ein zusätzliches Pack im Wert von 20.000 Coins. Und das Gute ist, es ist sogar tradable. Das heißt, ihr könnt jeden Spieler, den ihr dort drin zieht, zu Coins machen. Und das kann sich je nach Event gerne für euch oder das könnte sich auszahlen. Wir haben einen Gesamtpreis von 70.000 Coins zum aktuellen Zeitpunkt noch vor den Rewards. Das heißt, diese SBC könnte nochmal etwas günstiger werden. Wir bekommen aber zwei Spieler mit einer Bewertung von, ja, 85 und glaube ich 87 müsste es sein, schauen wir uns aber gleich nochmal im Detail an und wir werden natürlich auch diese SBCs gemeinsam lösen. Okay, der erste Blick auf die beiden Spieler, es sind Momente-Karten, das heißt, es steckt eine Story dahinter. Wir haben zum einen Miura, der älteste Spieler in einer Profiliga und 2017 hat er mit 50 Jahren, ja, ein Tor geschossen und wurde damit zum ältesten Torschützen aller Zeiten. Also, dieser Mann, höchsten Respekt, ich glaube inzwischen ist er sogar 54 oder 53, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Und Nakamura, ja, den kennen wir, glaube ich, noch. Und der ist auch gar nicht mehr so jung, der müsste auch noch, ja, so 43, 44 sein, je nachdem. Und diese Karte hat eine Bewertung von 87, da war ich richtig, und hier 85, schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Leider kann ich jetzt hier nicht, ja, draufklicken und ihn quasi in der Vorschau schon mal ansehen. Da müssen wir das Ganze als Dream Squad uns ansehen. Die Miura SBC kostet euch ca. 25.000 Coins und die Nakamura ca. 45.000 Coins. Ich denke, das sind verhältnismäßig, ja, angenehme Preise. Aber es ist ja auch eine Randliga, aber ich muss euch gleich sagen, überlegt euch das, denn wir haben hier einen Perfect Link, die spielen im selben Verein, haben dieselbe Nation, von daher, ja, packt noch eine Icon dazu oder ein Japaner und ihr bekommt diese Spieler auf jeden Fall gut verlinkt und vielleicht habt ihr dann einfach ein gutes, ja, Sturm-Duo, also Kekas Revival, würde ich sagen, und ja, gönnt euch ruhig. Ich werde sie auch auf jeden Fall abschließen und Miura sieht wie folgt aus. Wir haben eine 85er Karte, Upgrade brauche ich glaube ich gar nicht nennen. Er hat von einer 59er Bronze Karten, wir hatten sie letztes Jahr in den Footies drin, die Karte. Und ich habe ihn sogar gespielt und fand ihn sehr gut. Arbeitsraten hoch, gering, auch gerade für einen Stürmer, für mich sehr gut. Was vielleicht ein einziges Handicap ist, aber ich bin eh nicht der Skiller, vielleicht seid ihr das. Dann ist das natürlich für ein Handicap für euch, für mich nicht. Sind die 3 Sterne Skills. Schwacher Fuß, 4 Sterne ist hierbei aber sehr gut. Ansonsten, ja, schauen wir uns die Stats mal im Detail an. Wir haben eine gute Dribbling-Werte. Ist eigentlich alles ausgewogen. Schuss, Tempo, alles auf einem sehr, sehr guten Niveau. Ich würde ihm vielleicht einfach hier, um das Tempo nochmal ein bisschen zu pushen, vielleicht einen Hunter geben und dann ist alles fein. Besondere Trades hat er als Stürmer allerdings nicht. Führungsstärke und Teamspieler, na gut, kann man gerne mitnehmen, aber wir brauchen dort andere Trades. Die sehen wir vielleicht beim anderen Spieler, bei Nakamura. Der hat 4 Sterne Skills und 3 Sterne schwacher Fuß. Genau umgekehrt also. Ja, ist auch okay. 87 bewertet. Hat also nochmal ein bisschen bessere Stats. Und genau so ist es. Was fällt mir Besonderes auf? Nö, eigentlich gar nichts. Sieht overall richtig stark aus. Und er hat noch einen angeschnittenen Schuss. Genau diesen Trade, der bei Miura vielleicht noch von Vorteil wäre, den bringt er mit. Also, keine schlechte Karte. Also beides keine schlechten Karte. Er sogar Linksfuß und Miura Rechtsfuß. Ist okay, nimmt man gerne mit. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt in die Miura SBC mit einer Teamgesamtbewertung von 83. Teamchemie 75 brauchen wir und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt ganze 6 Tage jetzt noch Zeit, diese SBC abzuschließen und dann gibt es die Karten nicht mehr. Okay, ich würde sagen, wir legen los. Let's go.
Und damit haben wir diese SBC erfolgreich abgeschlossen. Wie gesagt, Kostenpunkt hierfür zum aktuellen Zeitpunkt noch vor den Rewards ca. 25.000 Coins. Aber ich denke gerade die 83er, die könnten wieder im Preis etwas fallen, da viele Upgrade-SBCs auslaufen. Und von daher kann man das doch mal gerne machen. Okay, Nakamura, die nächste SBC. Und hier haben wir folgende Bedingungen. Teamgesamtbewertung 84, Teamchemie 70 und natürlich auch hier 11 Spieler. Und ich würde sagen, wir gehen ein letztes Mal hier gemeinsam durch und dann haben wir es auch schon geschafft. Let's go. Und damit haben wir auch die letzte SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür, wie gesagt, 45.000 Coins. Ja, leider habe ich es gestern nicht mehr geschafft, diese SBC hochzuladen. Ich will mich dafür auch gar nicht entschuldigen, da ich einfach auch was anderes vorhatte. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn ihr dieses Video fleißig, ja, liked und kommentiert. Das würde mich sehr unterstützen, denn ich denke, dieses Video, ja, bedarf einfach mehr Aufmerksamkeit, beziehungsweise einfach diesen Spielern zuliebe. Ich denke, viele von euch sollten, oder, ja, naja, nicht sollten, aber denke mal, es ist zumindest eine Überlegung wert, sich diese Spieler in den Verein zu packen. Wir haben vielleicht mögliche Objectives, die wir dafür abschließen können oder dürfen. Und vielleicht gibt es ja auch, ja, mal gucken, vielleicht noch die ein oder andere interessante SBC, die darauf folgt, dass wir vielleicht einen Spieler damit verbinden können. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn ihr einfach fleißig dieses Video durchliked, weil ich glaube, dieses Video, ja, verspätet ist nie gut, muss man ganz ehrlich sagen, wird weniger Aufrufe haben, aber das ist ja natürlich nicht euer Problem. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt. Okay, das soll es gewesen sein. Falls ihr zukünftige Videos nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne komplett kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.